Ich verbessere mein Wegnetz nicht, wie es aussieht. Hey, cool. Das wollen wir doch gleich mal ausnutzen hier. Machen wir es so. Machen wir es so. Das wollen wir doch gleich mal ausnutzen, dass ich das hier machen kann. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringen wird. Außer mal richtig gar nichts. Bei der Gelegenheit könnte ich dann hier noch eine Flagge setzen. Und mal so geologentechnisch rufen. Davon habe ich glaube ich 5, wenn ich mich richtig erinnere. So. Offizier. Leutnant. Leutnant. Wollen wir hier mal wegen den Sack zumachen, würde ich sagen. Ne? Wie sieht es hier so bautechnisch aus? Läuft, ne? Läuft. Ja, da ist doch gar keiner drin. Habe ich nicht genug Material dafür? Doch, ich habe doch Werkzeuge. Ach. Ich glaube, ich muss wirklich mal das Handbuch suchen. Irgendwie habe ich da gerade so ein kleines technisches Systemproblem. Das ist so ein allgemeines Problem, wenn ihr versteht, ne? Aber Stein haben sie schon mal hingetragen, schön. Ich mache irgendwas falsch, glaube ich, hier gerade. Irgendwas katastrophal falsch. Ich muss es doch mal suchen, das Handbuch, ganz dringend, toll wichtig. Sieht es überhaupt so kartentechnisch aus? Ja, kann man mit leben. Hey, da ist es auch zusammengewachsen. Also, das weiß ich ja schon. Ja. Sehr schön. Hey, das ist auch zusammengewachsen. Oh, das ist ganz was Neues für mich. Gewinnst du? Nein, du verlierst wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht. Ich habe den Kampf von Anfang an nicht gesehen. Ja, ich verliere. Auch wenn der letzte Treffer einer von diesen Treffern ist, wo man nie so genau weiß, ob der Gegner einen trifft oder nicht. Aber der Gegner trifft einen. Ist immer so, wenn man nicht weiß, ob es einen trifft oder nicht. Kapiert? Hä? Deutsch? Verliere ich auch, oder? Ja, verliere ich. Obwohl, wenn ihr mich jetzt nochmal trifft, dann müsste ich, jetzt müsste ich gewinnen? Nein. Nein, Moment, das war... Komm, gewinn wenigstens du jetzt die beiden Kämpfe. Für viel Rum und viel Ehre. Aber vor allem für viel Rum gewinne ich. Komm schon, jetzt töte ich ihn. Tötet ihr ihn? Ich töte ja nicht, nein. Das sind die. Das machen die einfach so. Ich befehle das nicht mal. Voll das gewalttätige Spiel, was bedenken. Den verliere ich jetzt natürlich. Nein, jetzt müsste ich noch gewinnen. Nein. Ich kann sie angreifen, weil keiner drin ist. So, was kommt denn da für einer? Vor allem, wo kommt der? Angriff habe ich befohlen, aber wo kommt der? Hallo? 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 So weit war der doch auch wieder nicht weg. Tollen Offizier, der wird es bestimmt richten jetzt. Granit! Ach da, ich denke mir schon, hey, ist doch Kohle, was will der jetzt von mir? Oh, herrlich, der kommt wieder zum Punkt zurück. Nach diesem mit... Kapische? Gut, dann ist alles klar. Hey, die bilden ja doch automatisch Soldaten aus. Oder haben sie das Schild jetzt wieder ausgelagert? Bin mir jetzt nicht so sicher bei denen. Ich habe so viel Gold. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Vielleicht soll ich mal da das Essen komplett einstellen, damit hier mal dieses Goldgetrage hier aufhört. Ach, was soll's. Ich habe schon Holz. Für die nächste Mission merken wir es uns. Wo willst du denn hin? Nein, du greifst nicht an, du läufst. Ach, du besetzt da irgendein Gebäude mit, würde ich mal sagen.
So. Hey, kann ich da auch durchbauen? Nein. Moment. Ich hab das technische Idee, Wurst. Das ist voll die krass gute Idee. Nein, geht nicht. Pech gehabt. Geht nicht. Gut, das hätte mir auch nichts gebracht, aber... Gehungsprinzip. Oh, wir haben ihn getötet. Im Alleingang. Hey Gott. Soll ich das behalten oder reiße ich es gleich wieder ab? Ich denke mal, ich reiße es ab, weil ich brauch's nicht wirklich. Und es bindet nur Soldaten auf meiner Seite technisch, ne? Schickt Klaus die Pfeife. Oh Leutnant, sehr schön. Meine Hauptmann ist ja eh irgendwo in der Pampa verschollen. Was habe ich noch so in meinem Schloss? Oh, langsam wird's eng. Ich habe wieder ein Schild. Ich brauche nur noch ein Schwert und da läuft ein Hauptmann, der... Wieso läuft da ein Hauptmann? Der will... Wo will denn der hin? Ich will auf jeden Fall nach oben, das ist doch schon mal positiv zu bewerten. Ein Schild, es soll den Stein nicht einlagern, es soll den zu den Baustellen schaffen. Ey, das nimmt mir langsam Gestalt an. Respekt. Wisst ihr was, das kann ich jetzt glaube ich auch abreißen. Den Weg kann ich auch mal wieder abreißen, den lasse ich mal noch stehen. Da hocken nämlich schon Träger. Wo habe ich den angegriffen? Ach, da. Gewinne ich? Gewinne ich oder verliere ich? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich verliere. Oder gewinne ich? Nein, ich verliere. Schön. Mir gehen gerade die Soldaten aus. Ich brauche neue. Offizier, den wirst du wohl platt bekommen, oder? Gewinne ich. Komm schon. Und tschüss. Voll komisch aus. Verliere ich. Und tschüss. Super. Wahrscheinlich vorhin ein Hauptmann irgendwo hin unterwegs. Komm, du gehst jetzt irgendwo da rein, dann mache ich den Hauptmann platt. Das ist voll der brillante Plan. Ich könnte auch das noch weg angreifen. Dann könnte ich das hier oben noch durchkombinieren. Schloss möchte ich ehrlich gesagt nicht angreifen. Da hocken immer so 2 Milliarden Leute normal drin. Vor allem sind die jetzt wahrscheinlich schon ewig weit befördert, weil ich ewig weit gewartet habe. Komm Hauptmann, greif gleich mal an. Kommst du jetzt der Hauptmann, ne? Ja, nimm's. Der traut dazu, dass ein Offizier rausschicken. Ah, was habe ich denn überhaupt an Soldaten? Wird dünn langsam, wird langsam echt dünn. Wieso? Da war eben ein Schild und ein Schwert drin. Wo ist mein Gefreiter? Oder werden die gleich knallen? Wenn, was zur Hölle? Okay, ich lasse das mal so auf Minimum. Jetzt habe ich ein Schwert drin. Verstehe es nicht gerade. Verstehe es gerade nicht so. Egal. Mein Hauptmann ist noch nicht da. Na, wenigstens nimmt das langsam in Form und Gestalt an. Da ist auch noch keiner. Doch, da ist einer drin inzwischen. Er hat nur noch keine Schweine. Schweinefarm. Mein Farmer, der wird dieses Let's Play auch nicht mehr fertig. Komm schon. Mach diese drin mal platt. Jetzt aber. Komm, zeig, was du kannst. Oh, das sieht schlecht aus. Nein, sie gewinne ich. Gewinne ich. Jetzt trifft er mich nur 2 Zimmer, dann trifft mein Hauptmann ihn und er ist tot. Oder auch nicht. Dann eben so rum. Auch gut. Ein Sieg errungen.
tut echt gut klungen. Wir bauen. Wer schreit denn da schon rum? Statt meine Konzentration, meine unglaublich taktische Überlegenheit kann ich doch nur ausspielen, wenn ich unglaublich taktisch konzentriert bin. Oder mir hochkonzentriert Drogenspritze, aber das ist eine andere Sache. 16.000 Einheiten DSL auf X. Lässt sie streuen. Wir bauen einfach mal weiter nach oben. Das passt dann schon. Ha, perfekt, angeschlossen. Kann ich die Flaggen verbinden? Die Wege? Nein, kann ich nicht. Keine Wegverbindung für den Honk. Hätte ich doch die DOS-Version nehmen sollen, ne? Hat vielleicht bessere Wegfindung. Nein. Das halte ich für unwahrscheinlich. Vielleicht soll ich auf Flagge setzen klicken, anstatt hier Dingsbums, ne? Egal, das sind Steine und Brot oder so. Schickt mal noch einen los. Wen schicke ich denn los? ein Offizier. Naja, wenigstens kein Obergefreiten. Aber soweit wird es bald kommen. Was zur Hölle? Doch kein weiteres Schild drin. Da ist ein Schild. Bring das Schild! Ich brauch das Schild! Oh, gib mir doch das Schild. Da liegen ein Haufen Waffen. Also, ich habe noch ein Obergefreiten. Und ein Schwert. Das heißt, wenn ich das Schild jetzt bekomme, müsste ich einen neuen Gefreiten bekommen. Nimmst du das Schild? Nein, nimmst du natürlich nicht das Schild. Jetzt habe ich zwei Schwerter. Und einen Obergefreiten. Hey, es ist bald fertig. Es ist ja eher richtig fix jetzt hier. Das wird mein Wegsystem total entlasten, da bin ich mir sicher. Ach, schön. Was liefert der da? Ein Schwert, oder? Das ist ein Schwert. Schwert brauche ich jetzt gerade mal gar nicht, aber ich könnte mal sichern. Bevor wieder irgendwann ein Unfall passiert. Ich würde aus irgendwelche Tastenkombinationen drücken, die das Spiel abstürzen lassen. Emulator gleich. Erst habe ich gedacht, der Emulator stürzt ab, aber. Nee, zum Glück nicht. Bloß das Betriebssystem. Ja. Hat er bei Colonization öfters mal gern gemacht, wenn er 2 Milliarden mal geladen hat. Habe ich natürlich nie gemacht. Oh, ich habe einen Sieg errungen. Da steht noch ein Wachhaus. Ich würde es ja gern abreißen, aber warte mal, kann ich das irgendwie angreifen? Ich da einen Zusammenbund. Zusammenschluss. Wo kommt der jetzt her? Nee, nee. Nee, hä? Ach, der kommt von da drüben. Das ist doch mal erfreulich, dass auch mal ein Leutnant rauskommt. Muss jetzt mal Schloss. Doppelklick auf die Karte und mal zum Schloss. Jetzt habe ich da 4 Schwerter drin. Und ein Schild. Und einen neuen Gefreiten. Okay, es scheint also doch noch zu funktionieren. Die werden einfach nur sauschnell vielleicht befördert, weil die sind Gold. Keine Ahnung. Vielleicht buggt das Spiel auch gerade. Ich hab's mal wieder kaputt geglitscht. Passiert mir ständig. Ich glaube, wenn ich das Ding einnehme, kann ich das da oben wieder abreißen. Wenn ich es denn schaffe einzunehmen. Nein, schaffe ich nicht. Ich sterbe nämlich jetzt gleich. Sag ich doch. Okay, schick mir noch einen los. Wo kommt der raus? Und nein. Ich glaube, das Ding kann ich wieder abreißen. Schön.
einfach nur schön. Die Roten leben ja immer noch. Könnten die jetzt bitte mal sterben gehen? Hey, es ist fertig. Das nimmt auch langsam Gestalt an und das bewegt sich kein Millimeter. Ist da hinten schon mal gar nicht. Ja. Schön. Mein Obergefreiter wird es jetzt bestimmt richtig krachen lassen. Du läufst jetzt gerade nach Hause, Sex. Ja. Ein Schild. Ja, machen gleich mal einen Soldaten draus, Jung. Ich brauche nämlich neue. Es wird langsam ein wenig dünn, möchte ich sagen. Sehr dünn. Wenn ich schon wieder mit Obergefreiten. Hauptgefreiten gibt es ja nicht. Angreift, dann wird es wirklich dünn. Also entweder ich muss das mal einnehmen, weil ich ein paar freie Soldaten bekomme. Die werden hier alle gebunden, das ist nicht schön. Komm, den machst du doch platt, oder? Ich würde sagen, ich gewinne, aber bei der Übermacht. Aber das müsste ich gewinnen. Irgendwie peinlich, dass der Leute dann stirbt oder Obergefreiter gewinnt. Und schon reduziert sich die Gefahrenleiste hier total überhaupt nicht. Aber ich kann jetzt einen durchgängigen... Oh! Ich glaube, ich kann mir den durchgängigen Weg sparen. Das Spiel steht nämlich gerade. Uah, ich kann voll cool in die Sonne blicken. Guck mich an, wie ich da stehe und den Krieg allein gewonnen habe praktisch, ne? Während meine faulen Soldaten irgendwie, keine Ahnung, Mittags gemacht haben oder so. Tradition, ihre Feinde sind Grand Velvers, sind chancenlos. Sie haben diese Mission gewonnen. Neues Passwort loaded. Das schreiben wir uns gleich mal auf. Niti. Siehst du auf das Raumschiff, das in Sidmas Alpha Centauri die Leute, die Fraktion an auch Alpha Centauri gebracht hat, oder? Täusche ich mich da jetzt? Du täuschst dich. Halt die Fresse. Naja, möchte ich beenden. Ja, ich bin mir sicher. Unity, ja, gegen Pirat und keine Ahnung. Strubbelpeter oder was das darstellen soll. Oh, ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ja, jetzt kriege ich auch noch weniger Leute. Gut, Pirat hat auch weniger Leute für mehr Intelligenz, aber weniger Baumaterial. Mehr Leute, weniger Baumaterial, mehr Intelligenz. Ich würde sagen, wir starten mal. Hier ist ein Wasser, das ist übermittel, Durchschnitt übermittel. Ist hier auch Stein irgendwo in der Nähe? Bisschen dünn, ne? Ich glaube, die Mission darf ich gleich noch neu starten, weil die besten Bauplätze gleich wieder belegt sind. Hier ist Stein, hier ist Holz, vielleicht hier? Sehr wenig. Das ist scheiße. Der erste Bauplatz ist schon weg. Extrem viel, sehr wenig über Mittel. Extrem viel unter Mitteldurchschnitt. Extrem viel über Mittel. Ich baue mich einfach mal dahin. Pflanze mich doch mal hier, ne? Bau dann gleich mal einen Steinbruch. Ja, Holzfäller. Würde ich sagen, baue ich hier das Sechwerk. Dann einen Holzfäller. Förster. Holzfäller. Förster. Ich warte nur auf den ersten Kommentar, der sagt, du brauchst viel zu viel Holzfäller und Förster und so, Spasti. So, schließen wir das alles mal an. Ans Wegenetz, würde ich sagen. Das ist keine schlechte Idee.
So, bauen wir ein paar Fleckchen hin. Oh nein, wir können es auch einfach so machen, ne? So, dann schau doch gleich mal. Hier haben wir gleich wegen so eisentechnisch, oder hoffe ich mal. Gold meine ich natürlich. Gold, Gold! Eins, zwei, drei. Sind wir dabei? Ach, leck mich. Ich habe hier genug Leutsex. Jetzt reduzieren wir gleich mal wieder. Total im Takt vor allem auch, ne? So, und ich würde mich jetzt gern, wo hocken denn der Feind, der Feinde, was, wo schreit, ne? Kann ich da so technisch ein, kann ich bauen, jawohl. Gut, sehr gut, dann würde ich sagen, ich baue hier immer noch eine Straße, eine Terrasse. Und baue ich auch mal so ein Gerätschaft hier, ne? Lego hat Kohlen gefunden, na. Ist doch gut, wenn man Kohlen hat, ne? Yippie! Und ich muss wirklich mal den Sound umschalten irgendwann. So, schauen wir uns mal die Stärken an, ne? Alle, ja, Ruder hat zuerst das Ding gebaut, deswegen, aber sonst sind wir... Probieren die gleich runter und ich rauf. Was soll's? Es ist gut, so wie es ist. Das passt. Was will der von mir? Ja, wir machen es einfach wie beim letzten Mal, ne? Bauen wir einfach wieder 2 Milliarden Tonnen Gold ab. Killen das Wegesystem. Okay, da kommt schon mal Goldmine hin. Da kann ich eine Kohlemine bauen. Und da dann gleich die Goldschmelze. Und dann vielleicht noch eine zweite. Ja, eine Flagge, genau was ich jetzt brauche. Nein, ich brauche natürlich ein Wachhaus. Das schließt sich aber noch nicht an. Ich baue jetzt erstmal den anderen Scheiß hier alles auf. Und dann muss ich mal schauen, wo war denn das Wasser? Natürlich ist es recht weit weg von mir. Warum habe ich da nicht gebaut? Ach ja, richtig, da gab es ja kein Eisen. Was es hier auch wieder nicht gibt. Aber wo kein Eis, wie viele Daten habe ich überhaupt? Ach, 6. Naja, ich kann noch knapp 100. 98 kriege ich damit. Kohlen, Gold. Was will ich denn mehr? Machen wir gleich mal eine Direktanbindung. Muss ja auch mal sein, ne? So, was findest du da noch? Noch mehr Kohlen? Nein, keine Kohle. Ach, ich armer Kerl. Yippie, Kohle. Nein, Yippie scheint sie, glaube ich, erst dem. Ich höre die Geräusche halt einfach nicht. Ne? Ja, plus einen Moment, dann habe ich jetzt sogar. Ne, das war 7, das macht 8, dann habe ich genau 99 Soldaten. Da können wir noch eine Kohlemine bauen. Sehr gut. Soll ich mit Soldaten? Ich habe Gold. Oh, jetzt reagiert die KI schon deutlich schneller, wie man sieht. Das ist der lilane. Ja gut, Pirat und Struppelpeter oder was auch immer das darstellen soll. Vogelnest. Die Frisur könnte auch ein Vogelnest sein, ne? Ist doch ein Eher, oder? Denke schon. Verdammt, die sind schnell. Aber ich bin schneller. Wo bin ich denn? Da bin ich. Ha. Ich habe nicht genug Arbeiter. Aber Werkzeuge habe ich genug. Ha. Ich komme total raus, weil es irgendwie... Naja. Sagt überhaupt die Uhr? Was sagt denn die Uhr? Uhr sagt, mach mal langsam Feierabend.
langsam spät schon wieder. Nicht crashen, nicht crashen, nicht crashen, Baby. Dein Glück. Sichern. Komm schon. Mach doch mal hin, ey. Ja. Würde ich sagen. Ich beende lieber gleich, bevor ich noch mehr wieder 2 Stunden weiterspiele. Ja. Es wird langsam schwieriger. Naja, was heißt schwieriger? Solange da nicht noch ein dritter dazu kommt und hier irgendwelche ganz anderen sind, die sind ja noch relativ harmlos. Geht es ja noch. Aber wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall wieder Gold. Das heißt, ich werde irgendwann wieder rumjammern, dass ich kein Eisen und keine Soldaten habe. Wenn der Gegner ewig viele Soldaten hat, aber kein Golden. Deswegen ja wahrscheinlich nicht rumjammert, sondern einfach mal wieder angreift ohne Ende. Wenn ich dann mal wieder mit Obergefreiten meinen Leutnants plätten muss. Wenn meine Offiziere und Leutnants gnadenlos versagen. ja. Aber egal, das sehen wir dann irgendwann ein anderes Mal. Ich glaube, diesmal habe ich nie so viele Folgen aufgenommen. Nicht wieder 2,5 Stunden. Aber über. Ja. Ich werde jetzt gleich sehen, wie viel ich aufgenommen habe. Und ihr wisst es ja dann schon. Egal, das war's mit DC Line 1 für diese Woche. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.